heute Wasser oder Woi nicht mit Wasser und nicht mit Woi, sondern im Technoseum in Mannheim. 100 Jahre Rundfunk ist das Thema und zu Gast ist Frau Keller. Hallo. Frau Keller, Sie kuratiert die Ausstellung hier 100 Jahre Rundfunk in Deutschland. Was ist eigentlich das Datum des Rundfunks? Denn wir haben ja, wir sehen ja auch, das Mikrofon ist bereits gefunden, die Übertragung von Wellen in den Äther, wie es heißt, ist erfunden und so Dinge. Aber was ist markiert dieses Datum? Ja, wir feiern den 29. Oktober 1923, als der erste offizielle Radiosender in Deutschland ein regelmäßiges Programm startete. Ja, ich habe bei der Medienanstalt in Rheinland-Pfalz nachgefragt, da wird dieses Datum nicht gefeiert. Das ZDF feiert derzeit 60 Jahre ZDF, ne, sind ja zur Sendungen. Aber Sie feiern 100 Jahre Rundfunk. Wie ging das eigentlich los mit diesem Datum? Mit diesem Datum, dieser erste Radiosender, also offizieller Radiosender, das war ein Radiosender in Berlin. Deswegen feiert Rheinland-Pfalz wahrscheinlich noch nicht. Ja, die feiern vielleicht erst 24 dann. Nämlich die Funkstunde AG in Berlin. Und die haben an diesem Tag eben ein erstes offizielles Programm gesendet. Nach und nach kamen dann weitere Sendeanstalten dazu. Insgesamt 9 regionale Sendeanstalten und ein überregionaler deutschlandweiter Sender. Das Ganze musste natürlich noch systematisiert werden. Man brauchte eine Rundfunkordnung und Stück für Stück wurde dann quasi ein Rundfunksystem geschaffen. Ja, der Rundfunk wurde ja damals zu dieser Zeit oder genau kurze Zeit später dann vom Nationalsozialismus verwendet auch, ne, genutzt. Ich erinnere mich an diese Goebbels-Rede im Sportpalast in Berlin. Ne. Wollt ihr den totalen Krieg, stellt er die demagogische Frage. Das ist auch Ihr Thema? Das ist auch ein Thema. Die Ausstellung ist chronologisch gegliedert. Da ist natürlich auch der Nationalsozialismus ein wichtiger Teil innerhalb dieser Rundfunkgeschichte und erklärt natürlich dann auch, warum es später so weiterging, wie es eben weiterging. Ne? Damals war der Rundfunk noch nicht öffentlich-rechtlich. Richtig, es war ein Staatsrundfunk letztendlich. Es war schon in den 1920er Jahren so, dass der Staat eine starke Macht hatte, weil man sich dachte, der Staat ist neutral, der schwebt neutral über allem, dann kann eigentlich nichts passieren. Und dann kamen 1933 die Nationalsozialisten, die gar nicht daran dachten, neutral über allem zu schweben, sondern die haben das Ganze dann für ihre Zwecke eingesetzt. Ja, man kann sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk war eine Konsequenz aus dieser Zeit. Ganz genau. Es kam aus einem Nie wieder. Wir wollen nie wieder, dass so ein mächtiges Medium so missbraucht werden kann durch einen Staat letztendlich. Und deswegen sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk staatsfern und gebührenfinanziert sein. Also falls Sie sich fragen, warum Sie Gebühren zahlen, deshalb. Gebühren zahlen ist natürlich so eine Sache. Man muss auch dazu sagen, von den europäischen Ländern gibt es etliche, die auch einen ähnlichen Rundfunk haben. Das heißt also nicht staatlich organisiert, sondern öffentlich-rechtlich organisiert. Zum Beispiel die BBC war einer der ersten Sender, die das gemacht hatten, die aus einem Konsortium, aus einer privaten Firma hervorgegangen sind, aber dann unter die öffentlich-rechtliche Kontrolle fielen. Ganz genau. Gegenprogramm dann USA, wo es von Anfang an privatwirtschaftlich zum Beispiel war, ne? Ja, auf die privatwirtschaftliche Seite kommen wir noch, wenn es um das Fernsehen geht. Ja, zuerst noch mal zum Rundfunk. In dieser Zeit des Nationalsozialismus ist bei Ihnen auch Thema in der Ausstellung. Ne? Sie haben etliches an Rundfunkgeräten ausgestellt, unter anderem auch die sogenannten Volksempfänger. Was hat es denn mit diesen Dingen auf sich? Ganz genau, die Volksempfänger, das war eigentlich ein ganz ausgetüftelter Plan, um den Rundfunk noch mehr unter die Menschen zu bekommen. Denn Radiogeräte waren zu der Zeit relativ teuer, zwischen 150 und 400 Reichsmark. Wenn man sich vorstellt, das konnte sich ein normaler Arbeiter gar nicht leisten. Und so brachten die Nationalsozialisten den sogenannten Volksempfänger auf den Markt. Ein Gerät, das relativ günstig produziert werden konnte und baugleich von allen großen Herstellern hergestellt werden sollte. Und das erste Modell eben ist der VE3. 101, den wir in größerer Zahl auch in der Ausstellung ausgestellt haben. Den sehen wir jetzt auch in ein paar Bildern, ne? Haben Sie den uns gezeigt. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist ein Hauptthema dieses Gesprächs. Das setzt ja dann nach 1945 ein. Wann sind denn die Rundfunkanstalten gegründet worden? So ab 1945 tatsächlich, so 46, 47, nicht alle gleichzeitig natürlich. Es war ja in den verschiedenen Besatzungsgebieten der Westalliierten, war zu unterschiedlichen Zeiten und waren auch unterschiedliche Systeme, wie die dann gegründet wurden. Teilweise eben nur eine und teilweise dann pro Bundesland. Ne? Ja, dann die DDR ist natürlich ein Sonderfall. Da gab es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Nee, da war der Rundfunk weiterhin in Staatshand. Also das war der starke Kontrast dann eben zu dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Westdeutschland. Da sehen wir auch, eines ist beibehalten worden, das Sandmännchen. Ne? Das Sandmännchen hat sich gehalten tatsächlich. Die haben wir auch in der Ausstellung Ost- und West-Sandmännchen. Wobei das ganz interessant ist, wenn ich mit Teenagern und Jugendlichen davor stehe, die kennen nur noch das ehemalige Ost-Sandmännchen. Das ist jetzt das allgemeine deutsche Sandmännchen. Ne? Und das ehemalige West-Sandmännchen, mit dem ich aufgewachsen bin, das kennen viele gar nicht mehr. Ja, das ist so ein Ausflug zum Fernsehen ja eigentlich. Ne? Mhm. Das Fernsehen kam eigentlich erst später, ne? Hat sich erst später durchgesetzt. Mhm. Das wurde zwar schon 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin damals gefeiert sozusagen, aber war doch ein Exot. Es war ein Exot, aber natürlich haben sich auch da die Nationalsozialisten damit gebrüstet, so ein neues, wichtiges Medium installiert zu haben. Ab 1935 gab es da schon ein regelmäßiges Fernsehprogramm, das auch für Propagandazwecke genutzt wurde. Aber das Problem war ja, kaum jemand hatte einen Fernseher. Also es konnte nicht das große Propagandamedium sein, wie jetzt beispielsweise das Radio. Oder der Film dann auch, ne? Ja, der Film natürlich, ne? Genau, das Kino, ne? Das war einfach noch nicht so verbreitet. Und tatsächlich nach dem Krieg, dann war es 1952, wo dann das Fernsehen richtig startete. Anfangs noch nur vom NWDR als größte der Anstalten und dann ein Gemeinschaftsprogramm, wie wir es heute kennen, von der ARD seit 1954. Sie bieten dann weiterhin Mitmachexponate an, für Kinder in erster Linie. Wobei Erwachsene auch sehr gerne damit spielen, wie wir schon festgestellt haben. Ja, die schicken ihre Kinder vor, aber selber finden sie es auch sehr gut. Ja. Was ist denn so typisch? Wir haben ganz, ganz viele interaktive Exponate. Wir haben einen ganz frühen Fernseher, Patent noch eigentlich 1900 rum von Nipco mit so einer Scheibe. Da kann man selber drehen und schauen, wie sah so ein kleines 3x4 cm großes Fernsehbild zum Beispiel aus. Ja? Wir haben ein Greenscreen-Studio, also ein Fernsehstudio mit Tricktechnik, wo man selbst auch anmoderieren kann, Fernsehmoderator, Moderatorin spielen kann. Genauso haben wir auch ein Hörfunkstudio, eine Sprecherkabine, wo man beispielsweise einige Radiolieder professionell ansagen kann und das Gefühl hat, dass ich jetzt live auf Sendung bin und jetzt gerade ganz wichtig ist, was ich sage. Also ein ganzes schönes Rahmenprogramm zum Beispiel. Als nächstes gibt es ein Puppenspiel and Talk, ja, mit Figuren der Sesamstraße. Für mich ganz toll. Ich fand die Sesamstraße immer sehr, sehr schön. Das ist also auch ein Highlight für mich, mal vielleicht mit Ernie zusammen dann fotografiert zu werden, wie auch immer. Außer Führungen gibt es einige interessante Begleitveranstaltungen. Nähere Infos im Internet unter technoseum.de. Frau Keller geht zum Abschluss mit uns kurz durch die Ausstellung und zeigt uns einige der Exponate. Die Ausstellung findet statt anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Rundfunks. Und diese 100 Jahre beziehen sich auf den Start des ersten offiziellen Radiosenders in Deutschland, die Funkstunde AG in Berlin. Und die sendete am 29. Oktober 1923 ein erstes Programm. Daher kommen diese 100 Jahre. Die Funktechnik an sich gab es ja auch schon, bevor es den öffentlichen Rundfunk und das Radio gab. Und ganz wichtig ist da der Erfinder Marconi, der eine erste marktreife Funkanlage hergestellt hat. Er war eben nicht nur ein guter Erfinder, sondern auch ein guter Geschäftsmann. Man sieht hier ein originales Titanic-Telegramm. Die Titanic hat ja in ihrer Not bei dem Zusammenstoß mit dem Eisberg an verschiedenste Schiffe einen Notruf abgesetzt. Ein wichtiges Mittel der Nationalsozialisten, um das Radio unter die Menschen zu bringen und den Rundfunk, war eben der sogenannte Volksempfänger. Hier, die Menschen hatten wenig Geld, waren arm und da hat natürlich jeder, der konnte, auch Radios selber gebastelt. Ja, man muss sich vorstellen, dass es ja nur einen regionalen und einen überregionalen Sender gab, den man so hören und empfangen konnte. Das heißt, das eine Programm sollte für alle etwas bieten. Von den Funkgymnastikstunden über Kochkurse und literarische Sendungen bis hin zum Kinderprogramm war alles dabei in einem einzigen Hörfunkprogramm. Das Wirtschaftswunder, jetzt hier mit Fokus auf Westdeutschland, so ein Wohnzimmer um 1960, wo es alles Mögliche zu entdecken gibt auch. In diesem Bereich geht es um den dualen Rundfunk, also um das Aufkommen der privaten Fernsehsender zusätzlich zu den öffentlich-rechtlichen. Das war ab 1984 der Fall mit 4 Kabelpilotprojekten, dem ersten in Ludwigshafen. Bis 12. November läuft die Ausstellung, also da gibt es noch einiges, was man auch mitmachen kann.
Ja, schönen Dank dann für das Gespräch. Wir sind natürlich auch mit den Kameras gern dabei, ne? Hier mal zu berichten, was es in 100 Jahren Rundfunk eigentlich so alles gab. Sehr gern, vielen Dank.